Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um die Zündfunkentester. Bei jedem Benzinmotor könnt ihr die rein theoretisch verwenden, je nach Bauart des Motors, wie gut ihr an die Zündkerzen drankommt. Aber hier in dem Video geht es nämlich darum, ich möchte euch einmal zeigen, wie ihr den Zündfunken sichtbar machen könnt, um zu testen, wenn er manchmal Verbrennungsaussätze hat, wie ihr das Ganze sichtbar machen könnt, um eventuell zu sehen, in welchem Zylinder die Zündaussätze sind. So, und das möchte ich versuchen, euch zu zeigen, beziehungsweise das zeige ich euch. Und ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wir werden das Ganze jetzt mal gleich ansetzen, und ihr könnt dann gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr erkennt, in welchem Zylinder die Zündaussätze sind, ob ihr das erkennt. Und ja, eventuell fragt ihr euch, warum hier 1, 2, 3, 4 Stück von denen sind. Weil manchmal ist es etwas schwieriger, weil die Zündkerze ziemlich tief im Zylinder sitzt, das Ganze sichtbar zu machen. Und man hat hier die Möglichkeit, das Ganze aufzustecken, also quasi einmal hochzustecken. Je nachdem, wie hoch eure Zündspule ist, die Verkabelung davon, wie man das Ganze umsetzen kann. Deswegen, es kommt immer darauf an, wie die Bauart des Motors ist, bei welchem ihr das prüfen wollt. Und ich zeige euch das mal hier am Beispiel von dem Opel Corsa D. Ich weiß jetzt nicht, was das, der 1,4er oder der 1 Liter ist das, auf jeden Fall Benzinmotor. Und es ist natürlich auch abhängig, wie stark die Zündaussetzer bei euch sind. Es gibt BMWs, wo die Zündspule ziemlich heftig oder ziemlich schnell das Ganze zündet. Und da ist es sehr, sehr schwer zu erkennen, ob er Zündaussetzer hat oder wie oft er diese Zündaussetzer hat. Es gibt starke Zündaussetzer, es gibt ganz schwache Zündaussetzer, so dass man das erkennt oder nicht erkennt. Dann gibt es auch noch das Problem, dass falls ihr diese Produkte kauft, gibt es auch das Problem, je nach Bauart des Motors, dass man die eventuell schlecht ansetzt und dass die Zündfunken daneben gehen, dass das auch eventuell täuscht. Deswegen bitte davon ausgehen oder bitte das Ganze, wenn ihr das Produkt kauft. Es kommt immer darauf an, bei welchem Motor ihr das macht, beziehungsweise wie gut man da dran kommt. Es kann passieren, dass die Zündaussetzer gegen den Block schlagen, wenn ihr die aufsteckt zum Beispiel. Also es ist immer ein bisschen tricky, aber manchmal hilft es einem weiter zu sehen, in welchem Zylinder die Zündaussetzer sind oder nicht. Manchmal hat man natürlich die Chance, ohne damit klarzukommen, wenn man die Zündspulen einfach tauscht, Fehlerspeicher ausliest, haben wir ja schon mehrmals auf dem Kanal gemacht. Aber manchmal, wie bei dem Corsa, ist eine komplette Zündspuleneinheit, sodass man gar keine Möglichkeit hat, die Zündspule quer zu tauschen. Und da ist es gut, so eine Option zu haben. Deswegen, ich will euch das Produkt einfach mal zeigen, vorstellen, wie es aussehen könnte, wie man es sehen könnte, wie man es anwenden könnte. Und ihr könnt selber entscheiden, ob ihr das Produkt feiert oder nicht. Ja, und ansonsten, alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Das Produkt ist von Stahlmax, von XXL Automotive. In dem Online-Shop könnt ihr euch das Ganze angucken, bestellen, wenn ihr da Bock drauf habt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr auch noch 5% obendrauf. Oder weniger, so rum. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja, also das Ganze sieht halt wie folgt aus. Artikelnummer 120401. Das Ganze sieht dann so aus. Ihr könnt es dann einmal auf die Zündkerze draufstecken und dann die Zündspule hier draufstecken. Ihr könnt sie auch übereinander stecken, sodass ihr das Ganze etwas höher habt. Ja, um es einmal kurz zu erklären. Und hier drinnen ist halt eine kleine Windung und da sieht man dann den Zündfunken, der dann quasi von der Spule zur Kerze draufgegeben wird. Und das kann manchmal passieren, je nachdem, wie wackelig das Ganze bei euch im Zylinder sitzt, dass ab und zu die Schläge seitlich durchgehen. Deswegen achtet darauf nicht, dass es bei euch seitlich weggeht und ihr denkt, ach, diese Spule hat Zündaussetzer. Deswegen, ich sag mal, es ist eine grobe Hilfe, aber es ist schon, hat mir auch schon mal geholfen, bei den großen Einheiten wie hier zu sehen, wo der Funke überspringt. Wenn ihr zum Beispiel keinen Diagnosetester habt, ist es ganz, ganz gut und hilfreich, das Ganze anzusetzen. Ja, deswegen, man kann das Ganze hoch machen und deswegen braucht ihr ja auch 4 Stück bzw. 8 Stück,
weil pro Zylinder das Ganze, oder ihr macht halt Zylinder pro Zylinder. Aber so kann man dann immer ziemlich gut vergleichen, wie der Unterschied ist von einem Zylinder in den anderen. Ja, und wie das in der Praxis aussieht, lasst uns das mal machen. Motorhaube einmal auf. So sieht das Ganze aus. Machen wir hier einmal den Deckel auf. Und hier sehen wir dann schon die Zündspule. Es ist eine komplette Einheit. Und ich hoffe, dass das Kabel hier lang genug sein wird. Ja, ein bisschen haben wir. Können wir das Ganze ein bisschen... Gucken wir mal. So, und hier können wir dann einmal sehen, das Problem, wir können die halt nicht querbeet tauschen und müssen halt von hier das Ganze uns irgendwie ersichtlich machen. So, drei habe ich schon drauf gesteckt. Machen wir noch einen drauf. So, nehmen wir mal. So. Ja, da werden wir jetzt wenig sehen können, glaube ich. Aber mal gucken. Sonst wird der Stecker nicht passen von der Länge. So, aber ein bisschen seitlich werden wir wohl gucken können. So, und hier kann man dann die Funken sehen und jetzt könnt ihr unten in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, welcher Zylinder aussetzt. Ja Leute, und so kann das Ganze aussehen. Schreibt mal bitte unten in die Kommentare, ob ihr erkennen könnt, wo die Zündaussetzer sind. Ja, und ich hoffe, dem einen oder anderen habe ich mit diesem Video und mit diesem Produktempfehlung weitergeholfen. Bitte nicht kaufen und denken, ihr werdet jetzt damit sofort jeden Zündaussetzer erkennen. Es ist nur eine gute Hilfe, eine gute Stütze, wenn er wirklich so extreme Ausfälle hat, zu erkennen, ob er Zündaussetzer hat oder nicht. Weil es kann immer noch ein anderer Grund sein, warum er Zündaussetzer hat. Das ist nämlich Zündfunkentester. Und ihr könnt den Zündfunken sichtbar machen. Es kann immer noch sein, dass ihr zu wenig Kompression habt, Einspritzventil defekt ist oder. Warum er bei euch Zündaussetzer hat oder Zündaussetzer erkennt. Wie gesagt, damit könnt ihr ziemlich gut sichtbar machen, ob aus der Spule was rauskommt oder nicht. Zum Beispiel, wenn die Spule defekt ist, dann kommt kein Funke und dann seht ihr das, wie hier in dem Fall. Ja, ich hoffe, dem einen oder anderen habe ich damit weitergeholfen. Und ja, alle Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Und ja, wenn ich irgendwas vergessen habe, euch oder euch noch irgendwas zu dem Thema einfällt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, ist kostenlos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.